Status ist aber da, ne? Okay, machen schnell ins Bitter. Und habt ihr das bald mal, ihr beiden Türme? So, schneller. Okay. Wie soll am Arbeiten? Ihr habt keine Speedmodule. Habe ich Strom für Speedmodule? Bisschen ja. So. Du meckerst, weil du keine Kohle hast und keine Fuelblocks. Das musst du auch gar nicht. Das kriegst du erst, wenn das ganze Eisen hier weg ist. Jetzt aber sind roten Engines. Und das sieht viel besser aus mit dem. Mit den ganzen Flakes jetzt drin. Vor allem ist es auch schön auf beide Seiten verteilt. Dann ist eventuell kriegen wir gleich ein paar mehr Eisenplatten. Eventuell aber auch nicht. Ja. Brauchst du Stahl? Nimm Stahl. Wir haben jetzt noch weniger Eisen. Ja, mach das hier mal weg. Stahlproduktion da reicht. So, rote Engines war bei den Flüssigkeiten. Flüssigkeiten waren da hinten. Ich schaue gerade mal, ob ich hier irgendwas pushen kann, um... Kriegst du deine Eisenplatten her von da? Die kommen aber nicht dran. Weil die Zahnräder zuerst hier verbraucht werden. Wenn ich die jetzt Zahnräder gebe, für Eisen, dann müsste die in die Eisenplatten hier durchkommen. Genau. Alternativ kann ich den Sniper-Turm da wegnehmen. Und einen höher setzen. Und da Eisenplatten anfordern. So. Um das dann da ein bisschen zu pushen. Könnte helfen, vielleicht aber auch nicht. Wir schauen. So, jetzt Rote Engines. Da. Wie viel haben wir? 82 Rote Engines. Oh, super. Alle damit. Alle damit. Ich hätte gern... Ja gut, ich hätte auch gerne 5 Construction Bots und Rest Logistik Bots. Ja, 103 Logistikbots haben wir inzwischen, aber alle sind noch am Fliegen. Hier kann raus. So, so, so. So. Die Steinschmelzanlage war hier auch in der Nähe, oder? Ich schaue. Da ist Plastik. Hier ist überall viel zu viel Wasser, aber nö, kein Stein. Ich habe aber Schmelzöfen dabei, oder? Einen hätte ich dabei. Mehr könnte ich nicht bauen, weil ich keine Stonebricks habe. Hier. Hier sind Mauern und Stonebricks. Und es ist in der roten Kiste also auch von den Robotern holbar. Das ist sehr schön. Und du hast nur noch 230 Steine. Das ist nicht so gut. Ich kann allerdings... das so machen... werden die Kisten auch leer gemacht. Ja, du bist schon leer, aber der Rest wird leer gemacht. So, das sollte also dafür sorgen, dass wir jetzt genug Stein haben für die Osterweiterung. Ja, hier oben ist das nächste Ding ausgelaufen. Was du? 400 Eisenerz. Und was soll's. Und ja, ich muss mehr aufs Essen trinken. Ist aber komisch, weil ich kriege jetzt keinen Schaden. Also meine Reserven sind langsam niedrig und ich kriege noch keinen Schaden. Trotzdem werden die Schilde komplett gedrained und auch die Energie, weil halt die Schilde gedrained werden. Das sollte aber eigentlich erst passieren, wenn ich wirklich Schaden nehme. Ein bisschen komisch. Na gut. Einmal das alles auffüllen. Essen ist problematisch. Ja, ich habe mich vergessen zu fischen. Aber es sollte eigentlich jetzt Essen hergestellt werden, weil wir ja Bäume gefällt haben. Außer die Roboter kriegen kein Essen, wenn die Bäume auffällen. Was doof wäre. So, Schild füllt sich wieder, sehr gut. Was wollte ich noch? So, ich wollte einfach mit der Ausarbeitung anfangen. Genau, also nach da oben. Noch ein paar Zerstörbefehle verteilen. Jetzt wieder Roboter rausschmeißen. So. Boah, her damit.
Irgendjemand meinte in den Kommentaren, ich hätte wahrscheinlich Probleme, nicht Steinmauern zu bauen. Ich denke nicht. So, du. Das ist der Falsche. Da ist der Richtige. Bau bitte das Ganze richtig rum. Und zwar so. Brauche ich aber auch noch. Also zum einen habe ich keine Herstellung von den Pfosten. Das ist jetzt nicht so gut. Das heißt, die Pfosten muss ich von Hand setzen. Und ich brauche hier noch einen neuen Roboport, sonst können wir hier hinten nichts setzen. So, das heißt, hier wird jetzt neu abgerissen. Bis nach da hinten. Dazwischen fülle ich von Hand auf und dann müssen wir schauen, wie weit wir überhaupt gehen müssen. Und vielleicht auch schon anfangen, das hier aufzuschütten, damit es mit Mauern belegt werden kann. Und ich habe natürlich selber keine Mauern dabei. Aber ich kann ja theoretisch die hier nehmen, oder? Sobald das oben erstmal dicht ist, könnte das schon fast okay sein. Ist ein Risiko. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, das hier schon abzureißen. Ja komm, wenn jetzt wirklich ein Angriff kommen sollte, genau jetzt von Osten, dann haben wir immer noch unsere Flammenwerfermunition. Haben wir echt wenig Flammenwerfermunition. Und dann passt das. Mauer. Die Mauer könnte ich schon mal abreißen. Zumindest eine der Mauern. So. Sofort kommt ein Angriff und zerstört was. Und 13 Türme schießen, das ist okay. Das alles weg. Die Versorgung der Türme wird eine Weile dauern, bis das dann nachher einmal komplett rumgeht. Und die Laserforschung ist durch. Laser Turret. Braucht Illyrium-Kristall. Ja, und sonst noch rote Tränke. Advanced Enemy Origins braucht auch Illyrium. Ach. Du kannst erstmal normale Forschung machen. Erhöht das auch den Flammenwerferschaden? 150 Damage Bonus bei irgendwas? Eins, zwei, sieben. Achso, sind die Munitionsarten, ja. Aber was ist denn 105er Munition? Egal, mach das bitte einmal, damit da die ganze Enemy-DNA geht. So, schafft ihr das da? Drei Türme schießen. Jede Menge Sachen gehen kaputt. Solange Türme schießen, sollte alles okay sein. Nein, nein, nein. Das ist keine gute Idee. Dich erstmal aus und später erst anschließen. So, Blueprint da jetzt drüber setzen. Warum kann ich den nicht drüber setzen? Du bist doof. Ich habe keine einzige. Achso. Du. Neun Türme schießen. Das ist vertrau die Türme. Wir wollen vertrau den Türmen. Die mich jetzt alle veräppeln oder was? Bau das verdammte Blueprint da drauf. Ja, keine Ahnung, was da fehlt. Das muss dann von Hand gemacht werden. Bis dahin. Das wäre so. Gut. Und Blueprint einmal. Ernsthaft? Darf ich es hier auch nicht setzen? Du, da, weg. Dahin. Kein Strom. So. Ja. Oh, es schießt keiner. Jetzt wird der Turm aufgefressen. Ich gehe gleich runter. Ich will jetzt nur ein noch. Ja, danke. Danke, liebes Blueprint, dass du dich setzen lässt. So, Roboter, macht mal. Ich gehe meine Präzisions-Gatling-Gun da runter und jetzt räume ich da auf. Dem das Ding jetzt, wie Gott, wie lange da schon rum zerstören durfte. Wo bist du?
Zerstörers. Da. Ein verdammtes, popeliges, kleines Fizzelding war's. Und du hast keine Muni und du hast keine Muni, weil ihr alle keine Muni habt. Weil wahrscheinlich nicht genug Eisen und Kupfer im System ist. Oder die Munition einfach nicht lange genug hier in der Kiste bleibt. Staut sich die Sniper-Munition nicht so weit. Okay, ich mache das jetzt anders. Ich stopp dich jetzt mal hier ganz kurz. Das heißt, alle Sniper-Munition wird eingelagert. Und ich mache hier die Verbindung weg. Und mache das einmal durchgehend, damit die Sniper-Munition hier wenigstens ab und an mal ankommt. Bei den Türmen, die es brauchen. So, schon wieder eindringen. Bei einem Mining-Drill. Was ist hier Mining Drill? Da unten. Hallo? Da wurde... Ist der einfach mir vorbeigelaufen? Kackendreist, der Kleine. Gib mir das da. Hat schön Puls zerstört, Stromversorgung, Mining Drills, bei allem mal ein bisschen rumgenascht. So, du. Hier ist Sniper-Munition. Die Flamme-Munition. Und jetzt wieder hoch. Genau. Wir haben was zu tun, was ich diese nächste Folge machen wollte. Und davon werde ich mich verdammt nochmal nicht ablenken lassen. Da lang. So. Piep, piep. Du mich auch. Roboter. Das könnte schon von der Höhe her hinkommen, richtig? Nee. Nee. Noch zweimal das Blueprint und dann können wir runter. Ich muss auch erst das Blueprint setzen, damit ich weiß, wo ungefähr... damit ich weiß, wo ungefähr die Mauer dann auch geht. Aber wenn ich jetzt anfange, das da aufzuschütten, dann könnte das Probleme verursachen. Die ganzen Türme fehlen, das ist okay. Die Poles fehlen, die kann ich von Hand machen. So. Wobei, ich kann anhand der Poles sehen, wo später die Mauer ist und dementsprechend auch schon das hier richtig runterziehen. Hier wäre schon okay, ne? Ja, ein Pol noch und dann runter. Und bauen wir ein paar mehr davon. Wir werden mich recht viele brauchen. So, hier runter. Und die Roboter, die gerade nichts zu tun haben, die Construction Pots, können die ganzen Bäume schon mal wegmachen. So, und die kriegen echt nur Holz. Die kriegen keine Biomasse. Das ist sehr schade. Aber ja, Fischen zwischendurch sollte das Ganze eigentlich beheben. Also, solange ich noch irgendwo fischen kann, weil es noch Wasser gibt. Du da zum Beispiel. Gab es nicht ein Boot? Oder war es nur ein Shadow Modpack? Weil dann wäre jetzt ein Boot echt praktisch, weil guckt euch das mal alles an hier. Überall Fische. Ich könnte so einen Steg mit Landfill reinmachen. Als Alternative zum Hochseeangeln. Oh doch, gehst gerade. Du, damit. Ich habe jetzt nur nicht zu nah an die Monsterbasis kommen da oben. Ein Spire. Ja, das wären dann fliegende Kreaturen. Oh, war das lila Ding vielleicht doch keine Artillerie, sondern einfach eine fliegende Selbstmordeinheit? Und später gibt es andere fliegende Einheiten? Her. Ah, ebenfalls im Auge behalten. Gib Fisch. So. Blueprint, du setz dich bitte. Darauf. Und
Moment, ich kann es ja schon mal setzen, auch wenn es noch nicht geht, weil noch keine Abdeckung da ist. Dahin. Das heißt, ich schnapp mir jetzt irgendwo Kupfer. Bau denn noch ein Ruheport und noch ein Ruheport und noch ein Ruheport und dann haut das irgendwann hin. Wobei, ich glaube, der da war nur dafür da, die eine Kiste da anzuschließen, richtig? Komm mal mit. Den Steinhaufen da hinten kann ich später auch abholen. Von dir Kupfer zu klauen ist nicht so eine gute Idee, nee. Aber sonst haben wir, glaube ich, gar keins. Ja, okay. Dann halt zur Quelle runter. Und bauen noch mehr Logistikbots. Oh, hier. Na, kommt gerade irgendwie doch nicht mehr so viel. Ich hätte das Ding wohl nicht abreißen sollen, ha? Bau dich mal dahin und bau einen neuen Grinder. Jetzt wieder dahin. Genau. Damit das auch so weit hinhaut. So, Kupfer habe ich. Bau. Eisen fehlt. Okay.